Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe es geschafft, mein Bastelzimmer ist fertig und ja, ich freue mich jetzt, euch mein Zimmer zu zeigen. Ich stehe jetzt quasi noch vor der Türe und jetzt wollen wir zusammen reingehen. Ich entschuldige mich schon mal vorab für das Gewackele, wenn ich hier, weil ich filme jetzt mit einer Hand und der anderen räume ich rum. Also ja, ich hoffe, es ist einigermaßen erträglich. Wir werden sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß und dann geht's mal los. So. Und dann sind wir schon in meinem Zimmer. Genau, jetzt mal einen kleinen Umschwenker. Und hier ist meine Leitlampe. Und hier fangen wir vielleicht kurz hier an. Das ist das Unspektakulärste eigentlich in allem. Hier ist mein Bücherregal. Da sind meine Bücher drin. Also hier oben und unten. Also das ist vielleicht nicht so interessant für euch. Hier habe ich einmal meinen Geburtstagskalender, den ich euch ja schon gezeigt habe in dem Video. Genau. Ja, das ist quasi dein Zimmer. Dann fangen wir mal an. Und zwar fangen wir vielleicht hier oben an. Hier habe ich eine Box mit Bändern. Ich würde sagen, ich hole das einfach immer mal runter. Da habe ich meine ganzen Bänder einsortiert. Hier oben sind diese klassischen Geschenkbänder, die nehme ich dann meistens so für Kinder oder so. Und hier habe ich meine ganzen Stoffbänder drin, unter anderem. Genau. Das ist die Box mit den Bändern. Ich hoffe, passt so für euch. Das ist auch mein erstes Mal, dass ich sowas mache. Also so eine Roomtour. Genau. Hier habe ich meine Project Life Alben. Unter anderem hier ist noch ein Fotoalbum, das ich gerade gestalte. Hier hinten habe ich noch ein paar angefangene Travels Notebooks. Die würde ich noch fertig machen. Genau. Dann gehen wir hier runter. Ach ja, hier in der Ecke. Das sind ausrangierte Bücher, die ich noch in den Bücherschrank stellen will. Und das ist ein alter Adventskalender, den ich gekriegt habe von der Nicola. Mit der Dose will ich noch was machen, aber ich weiß noch nicht so richtig was. Darum steht jetzt erstmal noch hier. Ja, und zwar hier in dem Körbchen habe ich drin meine Heißklebepistole, mein Fuse-Tool, mein Labelmarker, genau, Heißklebepistole. All solche Sachen. Genau, hier sind noch Heißklebesticks und hier hinten habe ich noch so leere Dosen, die ich vielleicht mal mit Kleinzeug irgendwie befülle oder so. Habe ich jetzt einfach mal aufgehoben, deswegen stehen die auch dahinter. Hier unten ist vielleicht für euch ein bisschen uninteressant. Hier habe ich meine, hier ist ein ganz altes Buch, das habe ich, will ich mal neu binden lassen. Das habe ich von meiner Mom bekommen. Das ist ein altes Kochbuch mit guten Rezepten. Und genau, hier sind meine Nähzeitschriften drin, die ich habe. Meine Veggie-Zeitschriften. Und hier unten sind ja noch Strick- und Nähbücher noch. Genau. Das ist vielleicht für euch ein bisschen uninteressant. Deswegen ist es auch ein bisschen weiter weg, wo ich nicht immer hingreifen muss. Genau, dann kommen wir hier. Hier habe ich ganz viele Tauschsachen, die ich mal gemacht habe, beziehungsweise Geschenksachen, die ich geschenkt bekommen habe. Das sind zwei Loaded Hoops. Einmal von der Steffi und von der Christine. Der ist hinten noch ein bisschen sommerlich. Und hier hinten sind dann noch Loaded Envelopes, die ich geschenkt bekommen habe oder getauscht habe. Embellishment Books. Hier sind Embellishment Boxen. Verschiedene, die ich getauscht und ertauscht habe. Genau. Dann hier oben kann ich euch ja mal so zeigen, ganz kurz. Hier, vielleicht mache ich das auch mal erstmal hier oben vielleicht. Das ist vielleicht praktischer, als wenn ich dann jetzt
Hier habe ich eine Box, die habe ich von der Elke gekriegt zum Geburtstag. Und da bewahre ich unter anderem Holz, Woodveneer-Sachen, vor allem, genau, lauter so Holzsachen. Bewahre ich da auch Wäscheklammern. Alles, was so ein bisschen mit Holz zu tun hat, ist hier drin. Genau. Dann habe ich hier ein paar Bastelarbeiten. Ein Buch von meiner lieben Freundin Tina, die hat mir zum Geburtstag, das habe ich gar nicht gezeigt im Video, gell? Aber jetzt seht das. Ich habe ein ganz, ganz tolles Fotoalbum bekommen von meiner lieben Freundin Tina. Und ja, das ist so schön, Tina. Ich liebe es. Und das hat jetzt deswegen hier so einen Ehrenplatz bekommen. Und hier habe ich ja ein paar Bastelarbeiten, die ich schon mal gemacht habe. Erkennt ihr vielleicht alle wieder. Hier habe ich von der Susi mal was gebasteltes bekommen. Ich fand die Verpackung so schön, deswegen habe ich es auch aufgehoben. Hier habe ich auch noch mal Wood Veneers drin. Das kann ich euch gleich mal zeigen. Na, mit einer Hand ist jetzt die Box ein bisschen schlecht aufzumachen. Genau. Hier habe ich auch wieder Wäscheklammern, dann hier so Igel, Buchstaben, noch kleine Wäscheklammern. Dann habe ich hier solche schönen Woodveneers. Ja, das behebe ich alles auch hier mit auf. Die Schachtel habe ich selber mal gemacht in einem Workshop. Finde ich auch sehr schön. Genau. Dann habe ich hier so einen schönen Bilderrahmen. Den hat mir mal die Tina gemacht. Mit Beleuchtung. Das habe ich jetzt aber nicht an. Das ist so hell heute. Kann ich euch mal zeigen. Na, geht's an? Tada! Genau, voll schön. Abends wirkt es natürlich noch ein bisschen schöner. Dann habe ich hier eine ganz, ganz tolle Embellishment-Blume von Memory Keepers. Kann man hier so drehen. Und da habe ich halt unter anderem hier noch ein paar Holzteile, Knöpfe, hier ganz viele Charms. Oh, ich liebe die. Dann ist halt so klein Zeug, ein paar Pailletten, wo ich ganz viele davon habe, wo ich jetzt nicht in kleine Schachteln gemacht habe. Hier von diesen hier, so Streuelemente, Halbperlen, ja. Die finde ich auch richtig schön. Und die Minte. So, und dann haben wir hier oben noch ein kleines Fotoalbum mit von der Susi. Das habe ich euch ja gezeigt. Das habe ich ja mal gebastelt. Und hier habe ich meine ganzen Charms drin. Nicht Charms, Brads. Unter anderem, wie ihr seht, ganz viel Brads, allen möglichen Varianten, dann so Wackelaugen. Ja, hier nochmal Brads, noch mehr Brads, hier so Wabbel, Wubbel, Dings da, wie man sie nennt. Genau. Und das habe ich jetzt einfach mit der Reihe gemacht, weil es jetzt irgendwie. Keine Ahnung, ob es da drin ist. Genau. So. Dann ein Fotoalbum, das kennt ihr ja auch schon. Das haben wir ja zusammen gebastelt. Die Projekte haben wir auch zusammen gebastelt. Hier habe ich mein aktuelles Design-Team-Beitrag. Das seht ihr dann auch bald. Dann. Und das Runde, das muss ich noch verpacken. Das wird ein Geschenk. Und dann habe ich hier diesen schönen Anhänger von der lieben Nina, die sie zum Geburtstag mir geschenkt hat. Also kommt eine Kiste, die ist ein bisschen schwerer. Wartet mal. So. Und zwar, die Kisten sind auch alle vom IKEA. Die habe ich damals mitgenommen. Und zwar habe ich hier unter anderem zwei Dani Dori, also zwei
Travels Notebooks. Hier habe ich noch ein paar mehr Travels Notebooks, Notizbuch noch. Genau, und hier habe ich dann unter anderem meine Project Life Karten. Kleine Notizbücher, ja. Und das da hier ist Fotopapier. Ich habe mir mal ein riesen Paket Fotopapier gekauft für den Drucker. Aber irgendwie finde ich, dass die Qualität nicht so das Beste ist, obwohl ich eigentlich einen Fotodrucker habe. Also wir haben einen großen Drucker, und der ja auch Fotos ausdrucken kann. Ich habe ja noch einen kleinen, aber ich wollte halt vielleicht auch ein paar mehr Fotos auf einem Blatt ausdrucken. Da habe ich gedacht, komm, jetzt kaufst du das mal. Aber irgendwie, naja. Gut, jetzt haben wir das hier oben. Dann kann man ja eigentlich hier weitermachen, wo wir vorhin aufgehört haben. Das haben wir hier gesagt, hier meine Embellishment-Boxen. Hier kommen wir dann, hier habe ich so alles, was so mit Acrylfarbe zu tun hat. Hier habe ich aber auch die Versiegelung für meine Diamond Pending Bilder. Hier habe ich dann ein paar Strohhalme und hier hinten noch Klarlack und wie heißt's? Gesso, genau. Und hier unten habe ich ein bisschen Nähzeugskusch noch drin. Da sind ein paar Nähspulen drin. Hier für meine Nähnadel. Hier ist Diamond Pending Material drin. Da habe ich noch keinen richtigen Platz gefunden. Das ist mein Diamond Pending. Muss ich noch irgendwie beginnen. Ich denke auch, dass ich auch kurz oder lang mal die ganzen Embellishment Boxen aussortiere. Hier unten die Körbe, da ist Stoff drin zum Nähen. Genau. Dann gehen wir hier weiter. Was jetzt für euch interessanter ist. Genau, hier habe ich einmal, wie ihr seht, meine Stempelaufbewahrung. Das ist jetzt vom DM. Dann habe ich hier verschiedene Dani Poise-Stempel, Lily Besotted, Mama Elephant, L'Enfant. Und ich habe das ja alles auch hier in so, wie sagt man, in so Hüllen von Every L. Genau, und dann habe ich hier die Stempel einsortiert und dann nach Firmen sortiert. Hinten sind die My Favorite Things, Hello Bluebird, ja, die muss ich noch einsortieren. Aber die großen Hüllen habe ich mir selber geschweißt, die muss ich dann noch erstmal noch schweißen, deswegen habe ich die jetzt noch nicht gemacht. Hier sind ganz, ganz viele Stanzteile, die ich mal in so einem Stanzteile-Wanderpaket ertauscht habe. Genau. Also, wie gesagt, hier sind diese Stanzteile. Und dann habe ich hier in der Box sind dann so Fertigprojekte und Stempelabdrücke, die ich schon koloriert habe. Hier Shaker-Tags, die wollte ich eigentlich an die Tütchen hängen für die Kitties mit den Süßigkeiten, aber ist ja jetzt nicht erlaubt, Halloween. Hier noch ein paar Geschenkanhänger, die ich mal gemacht habe. Ja, so Zeugs ist da drin. Und dann kann man das wieder hier draufstellen. Dann habe ich hier unten einige Karten, die ich gebastelt habe, unter anderem, und auch geschenkt bekommen habe. Die wollte ich noch wegsortieren, die habe ich jetzt erstmal alle hier reingestellt. Da muss ich mal noch gucken, was ich, dass ich das noch wegsortiere, genau. Und hier habe ich, das war mal aus einem Tauschrausch, so eine Kartenaufbewahrungsbox. Hier sind noch ein paar Stanzteile, die gehen noch ins Wanderpaket. Das kann ich eigentlich noch da hinten stellen. Ja, dann haben wir hier, habe ich ein kleines Körbchen. Und zwar habe ich hier, wie ihr sehen könnt, meine Kordel, meine Metallic-Garne, hier ein bisschen Spitzenband und ja, so verschiedene Bänder noch. Dann Washi-Tape-Omas einmal und hier noch einmal. Dann habe ich hier in der Box ist ein Diamond Pending Steine Set drin. Das habe ich jetzt erstmal hier reingemacht, weil ich keinen anderen Platz gefunden habe. Und hier habe ich Stickern angefangen, schon mal hier auf so ausgestanzten Garnspulen zu wickeln. Da bin ich aber noch nicht weitergekommen. Und da ich jetzt gerade sowieso eh nicht sticke, habe ich das auch erstmal zur Seite geschoben.
Genau. So. Zack. Zack. Ja, das eine oder andere wird sich alles noch optimieren. Hier unten habe ich Strickzeug drin, Wolle. Also das habe ich jetzt, und hier habe ich ihn von meiner Oma. Kennt ihr das vielleicht auch noch, oder? Diese alten Ziehdinger hier mit diesen Stricknadeln. Genau, das habe ich jetzt hier mal drin liegen. So, dann können wir hier gleich weitermachen. Hier habe ich auch nochmal Strickzeug. Hier sind unter anderem Strickprojekte drin. Dann habe ich hier vom Teddy so eine Ziehbox. Eigentlich wollte ich noch ein zweites holen. Hier habe ich noch welche, die ich noch nicht einsortiert habe. Hier oben habe ich so Glitzerzeugs drin. Hier habe ich Halbperlen und in Nadeldots und solche Sachen drin. Und hier habe ich auch noch ein bisschen Glitzer und Halbperlen. Ja, ich wollte mir eigentlich noch eins holen, aber irgendwie haben die nicht mehr. Ich muss mal gucken, ob ich das umsortiere. Genau, und hier habe ich jetzt noch ein paar, die ich noch nicht einsortiert habe. Hier hinten dran sind eigentlich nur noch leere Boxen, Schachteln. Da sind Stecknadeln drin, die habe ich jetzt mal da noch hintergestellt. Genau, dann gehen wir einmal hier hoch. Hier habe ich noch ein Notizbuch, das werde ich mit euch noch gestalten zusammen. Dann habe ich hier einmal ganz viele so kleine Beutelchen, Jutesäckchen, hier für Kekse, Papiertüten und hier habe ich Tüten für Karten. Genau, große Tüten und hier nochmal große Beutel. Hinten noch ein bisschen Juteband. Genau, Kartenrohlinge sind hier noch und hier haben wir auch nochmal. Dann haben wir hier Kleber, doppelseitiges Klebeband vorwiegend, Masking Tape. Ja, und hier habe ich noch ein paar von den Klettklebepunkten und hier habe ich noch ein bisschen, wie nennt man das? Dieses Gummi, wo man auf die Stempel drauf macht, damit man Gummistempel hat. EZ-Mount, glaube ich, heißt es. Ja, und hier habe ich noch so ein Stempel. Glas mit so kleinen Weihnachtsmotiven. Genau. Und dann kommen wir hier hoch. Hier habe ich auch, hier habe ich vorwiegend halt kleine Stempel. Hier habe ich jetzt noch der Tina ihre Chipboards reingelegt. Die muss ich noch wegsortieren. Und hier sind dann halt so kleine Stempel. Die muss ich auch noch in Hülle machen. Ich hole es mal raus. Genau. Hier diese kleinen, den habe ich von Nina gekriegt. Doch zum Geburtstag habt ihr vielleicht schon gesehen im Video. Und hier sind halt die kleinen, so kleine Stempel drin. L'enfant. Und ich habe normalerweise für alles auch so kleine Hüllen gemacht, aber die schweiße ich ja selber mit der Fuse Tool. Wenn ihr da mal ein Video dazu haben wollt, kann ich euch gerne auch mal machen. Und ja, Wild Rose Studio. Hier nochmal L'enfant. Das muss ich noch ein bisschen sortieren. Ich habe die jetzt halt einfach mal hier drin. Genauso hier. FCO-Stempel, ganz viele. Marianne Design. Und hier Stamping Bella. Hier noch ein paar Action-Stempel. Genau. So. Ja. Und dann haben wir hier nochmal eine große Kiste. Ich habe die jetzt nicht nebeneinander gestellt, die großen Kisten, weil die nicht nebeneinander passen. Also nicht, dass ihr euch wundert. Hier habe ich auch sortiert Craft Emotion, Marianne Design, Waffle Flowers. Dann hier Blumen. Das sind so vor allem vom Action oder genau auch mal hier Action gemischt. Dann Planer Stempel vor allem. Und SU und ja, so kleine verschiedene Stempelfirmen halt. Also wie ihr seht, ich sortiere meine Stempel alle nach Firmennamen. Dann kommen wir zum Designerpapier. Hier habe ich vorwiegend halt das Designerpapier von Stamping Up. Da sind viel auch alte Papiere mit bei. Kennt vielleicht der eine oder andere. Ja, hier so das alte DSP von den Incolors gab es ja früher immer dieses, ja, also ganz viele verschiedene Stamping Up Papiere.
Dann habe ich hier so gemischt, wo ich Einzelpapiere drin hatte. Das habe ich mir alles ins Eins jetzt reingemacht. Dann habe ich hier auch wieder mit gemischten Papieren, genau hier ein paar Actionblöcke noch. Unter anderem. Genau. Action, Action, Action. Und hier habe ich dann auch noch ein bisschen Katabella und Echo Park. Genau, hier habe ich noch ein paar kleine im A4-Format. Die hatte ich genau hier. Und dann noch so in A8-Format. Ja, habe ich alles hier in diesen großen LP-Hüllen. Ich finde die Aufbewahrung eigentlich am besten, muss ich sagen. Damit komme ich am besten recht. Und ich fange jetzt auch an, meine Reste dann auch hier mit in die Hüllen rein zu sortieren, wenn ich mal anschneide, Papiere anschneide. Hier sind verschiedene Stickerbögen in 12x12. Und hier habe ich noch den neuen Block, den muss ich noch in die Hülle machen, genau. Den habt ihr ja schon gesehen, den habe ich euch gezeigt. Dann kommen wir hier runter. Papier über Papier. Ja, hier habe ich verschiedene 6x8-Inch-Blöcke. Alles vom Action. Genau. Dann haben wir hier die 6x12-Blöcke. Verschiedene auch vom Action. Und hier diese ganz kleinen. Und hier nochmal die 6x8. Hier habe ich die 6x6 Blöcke noch. Die habe ich noch in keine Hüllen reingemacht. Könnte ich eigentlich noch machen. Und hier hinten habe ich auch, vielleicht hole ich euch das mal raus, aber das ist so arg schwer. Ich ziehe es mal ein bisschen raus. Also, hier habe ich halt alles Stamping Up, ganz viel. Mintai, Studio Light, SU. Ja, das ist alles SU. Hier ein bisschen Folie, das hatte ich erst benutzt, deswegen habe ich sie draußen. Genau, und hier noch ein bisschen, wie heißt das? Simple Stories. Genau, das sind wirklich verschiedene Sachen hier. Und auch Wild Rose Studio hier zum Beispiel. Genau, also verschiedene Papiere. Und hier sind noch, glaube ich, die sind noch vom Action, oder? Ja, Action und Teddy-Papiere. Genau. Also wenn ihr da ein bisschen was genaueres sehen wollt, könnt ihr mir gerne Bescheid geben. Dann kann ich euch das auch nochmal genau abfüllen. Hier unten habe ich drin in so Stehsammlern einmal meine ganzen SU-Kataloge. Die hebe ich immer auf, wenn ich mal vielleicht was verkaufe oder wenn ich Inspiration brauche. Da kann man immer mal wieder reinschauen und mal gucken, ja, wie sind da so die Karten gestaltet. Dann habe ich hier eine Projektmappe von unserem Kreativtreffen. Hier sind auch noch verschiedene Anleitungen. Hier habe ich einmal Labels zum Ausdrucken, meine Fensterfolie. Und was ist da drin? Ah ne, das gehört da rein. Das ist auseinandergegangen, genau. Und hier habe ich auch noch ein Projekt, genau, eine Schablone noch, die ich noch auf Kopie habe. Und hier habe ich auch noch Stamping Up und auch VPS-Kataloge. Die hebe ich auch immer auf, wenn die kommen. Genau. Und hier unten habe ich wieder Wolle drin. Wolle- und Strickprojekte. Dann geht es hier weiter. Dann haben wir hier einmal Abschnittpapiere. Ich habe ganz am Anfang immer alles hier reingeschmissen. Da habe ich jetzt ja aufgehört, weil ich jetzt die LP-Hüllen habe, aber ich kruschel da auch immer mal wieder drin rum. Wenn man einfach nur ein bisschen was braucht, kann man hier immer wieder reingreifen. Dann habe ich hier nochmal, hier sind meine Lux-Blöcke vom Action, genau, und so Paper-Kits und Stanzbögen-Kits drin. Hier habe ich, kennt ihr ja, das ist der Ordner mit den Stempelabdrücken, wo ich gerade mache, um sie zu kategorisieren. Da kann ich euch das Video auch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Genau, ich kann es auch mal rausholen vielleicht. Und zwar, boah,
mit einer Hand mache ich ja immer so eine Kopie und dann kann ich mir das kategorisieren und meine Stempel kriegen dann einen Sticker. Dann brauche ich nur noch nach der Nummer gucken. Oder wenn ich mal gucken will, dann brauche ich nicht alles durchblättern bei meinen Stempeln, sondern kann da einfach ein bisschen durchgucken, was habe ich denn zu dem Thema. Und hier meine Aufbewahrung für die Diamond Pending Steine, für die Diamonds, die übrig geblieben sind von den Bildern. Na? Oh, sorry, wenn es ein bisschen chaotisch. Hier habe ich mein Samparatus und hier habe ich noch ein anderes Buch drin, wo ich noch so Freundschaftslisten habe. Ja, so. Da habe ich mal so ein, wie sagt man, so ein Dings mitgemacht. So eine, ja, man hat so ausgefüllt, was man halt so alles, ach, wie sagt man so, wie so ein Freundschaftsbuch quasi über Kreative. Hier habe meine LP-Hüllen, ich habe mir erst welche bestellt, wir sehen, habe ich noch genug dann. Dann sind hier die kleinen LP-Hüllen. Hier habe ich Papierabschnitte von Karton, also von Cardstock, von diesen dicken. Hier habe ich Papierabschnitte, das habe ich alles in so einem Sammelmappen. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Und zwar, das könnte ich ja auch mal wieder kurz da reinlegen, das Papier. Und zwar habe ich das, meine Farbkartonabschnitte hier drin sortiert, in verschiedenen Farben unterteilt. Das heißt, wenn ich jetzt Farbkarton brauche für zum Beispiel einen Spruch oder so, was Kleines oder so, dann kann ich da einfach drauf zugreifen, farblich nur sortiert. Eine Hanke. Ja, so. Ups. Oh Mann. So. Genau, hier habe ich das auch nochmal in weiß, schwarz, grau. Alles hat nicht reingepasst. Dann habe ich jetzt hier noch ein paar in blau. Und hier sind noch ein paar Stempelabdrücke, die dazwischen gerutscht sind, sehe ich gerade. Die habe ich eigentlich woanders, aber sortiert dann später weg. Und hier habe ich meine mein Farbkarton sortiert, farblich. In Farbfamilien. Da ist echt gemischt von Faltkarten, Stamping Up, beim Chivo habe ich mal gekauft, alles da gemischt. Hier auch noch ein kleinere Sachen. Hier habe ich ein bisschen Aquarellpapier in 6x8. Hier habe ich auch noch Aquarellpapier. Hier auch. Dann die Blöcke kennt ihr ja sicherlich alle vom Action. Dann Zeichenpapier, Copic-Papier. Da habe ich noch ein ganzes Pack. Dann habe ich hier diese, wie nennt man es? Ja, das Papier ist jetzt ja. Hier habe ich dann verschiedene Papiere noch. Goldfolie ist hier noch drin. Vellum ist hier drin. Genau. Hier habe ich noch so ein paar. Habe ich nicht so recht gewusst, wie ich die hinsortieren soll. Solche Chipboard-Elemente. Genau, dann kommen wir hier in die Ecke. Hier ist meine Ablage. Das ist vielleicht interessant für euch. Hier habe ich Geschenkpapier drin, unter anderem. Dann habe ich aber auch sowas hier drin, wie solche Jute-Dings, wenn ich mal was brauche. Ja, genau. Da hole ich mir vielleicht mal noch so einen Ständer, wo ich das dann schön reinstellen kann. Jetzt im Moment wohnt es doch in dieser Tüte. Hier habe ich zwei Diamond Pending Bilder. Meine Nähmaschine. Und dann haben wir hier oben verschiedene Kerzen, noch einen kleinen Planer. Dann habe ich hier Notizblöcke, wo ich Mama 100 Stück gekauft habe, warum auch immer. Genau. Dann habe ich hier so Zeugs zum Einpacken und zum Verschenken. Dann habe ich hier meine Foto. Für meinen Canon Selfie, meine Fotodings, und dann ein Aquarellblock noch und hier unten noch ein Paket Copic-Papier zum Kolorieren. Und hier ist mein Canon Selfie drin und hier sind noch so
Ja, für die Project Life quasi. Ja, dann kommen wir hier. Hoffentlich blendet es jetzt nicht so arg. Aber eine kleine Fensterbank. Denn das habe ich euch ja gezeigt im Video. Hier habe ich noch von Party Light den Dings und zwei Elche. Da kommt jetzt noch, die Tina macht mir jetzt noch so Bäumchen. Und da freue ich mich drauf, die stelle ich auch noch dazu. Hier habe ich noch ein paar Stamping Up Stempel, die hier in den Schrank nicht reinpassen. Das zeige ich euch gleich nachher. Das habe ich gekriegt von der Michaela. Und hier habe ich noch meine Zutter stehen. Die ist ein bisschen vergilbt von der Sonne leider. Aber sie funktioniert noch gut. Dann kommen wir hier rüber. Hier habe ich meine ganzen Stanzen. Also hier habe ich zum Beispiel die ganzen von Stamping Up, Sizzix drin. Genau, hier hinten habe ich noch Prägefolder und meine Stencils. Verschiedenen. Genau. Stencils. Und hier habe ich noch, weil die so breit sind, noch Avril-L-Hüllen drin. Genau. Und hier habe ich auch noch Stanzen. Die muss ich auch noch alle einsortieren, weil normalerweise habe ich die immer alle in so Hüllen drin. Die muss ich, wie gesagt, ich habe jetzt erst wieder Hüllen nachgekauft. Die muss ich jetzt alle noch einsortieren und dann kategorisieren. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Genau, ihr seht, also Stanzen über Stanzen. Genau. Tu mal kurz durch. Also wenn ihr das auch näher sehen wollt, können wir das gerne auch mal machen. Ja. Und hier sind noch ganz große Stempelsets, die in die anderen Kisten nicht reingepasst haben von der Breite her. So, genau. Und dann habe ich hier unten meine Big Shot und kann hier dann stanzen. Das kommt auch auf die Seite, das muss ich noch verschicken. Genau, hier steht meine Big Shot und dann kann ich halt hier immer stanzen. Dann habe ich hier ein bisschen Deko. Hier habe ich meine Nuvo Drops. Hier noch vom Action, glaube ich, sind die Drops. Dann hier verschiedene Handstanzen. Ihr seht, Handstanzen habe ich nicht so viel. Crocodile. Dann hier die ganzen Paperclips. Die liebe ich ja, die kleinen Stanzen. Und die Bordürenstarte von Martha Stewart. Genau. Und hier unten habe ich dann mein Aquarellmaterial, hier verschiedene Buntstifte, Bleistifte vor allem, Filzstifte und Marker, Feinliner. Hier meine Scheren, mein Fächer, den habe ich mal auf einer Hochzeit mitgenommen von der lieben Nina. Sie geheiratet hat, hat jeder Gast so einen Fächer bekommen und den benutze ich immer noch, der ist echt praktisch. Bullet Journal 2, Notizbuch, meine Copic Marker, ich habe ja angefangen mit diesen, soll mein Stuhl schön auf die Seite stellen, ich habe ja angefangen mit diesen Action und da ihr seht, ich habe noch ganz schön gut angesammelt, ich benutze die noch immer, kombiniere die mit den Copics, aber wenn bei den Copics mehr dazu kommt, dann werde ich die, denke ich mal, austauschen. Ja, Copics sind halt doch besser. Dann habe ich hier, wie ihr seht, meine Distress Oxide. Die habe ich jetzt erst neu bekommen. Die muss ich noch auspacken. Aber vorher will ich noch ein Regal machen, noch ein zweites. Kommt dann hier oben drauf, denke ich mal. Muss mal gucken. Das ist ein altes Kassettenregal. Da passen super die neuen Stempelkissen rein von Stamping Up. Hier habe ich mir Taschentuch, Handcreme, Lippenpflege, alles, was man so braucht, ne? Genau, hier sind die alten Kissen vor allem drin. Die habe ich ganz lang schon. Die sind bestimmt schon 4 oder 5 Jahre alt, die Dinger. Die hatte ich damals mit Graupappe gemacht, aber die heben so gut. Die hier wollte ich verkaufen eigentlich, aber irgendwie habe ich die nicht losgeworden. Mal gucken, was ich mit denen mache. Genau, das sind die Karten, meine Geburtstagskarten. Die habe ich jetzt einfach mal noch in dem Kistchen drin. Hier habe ich meinen Lieblingskleber, den VBS. Den fülle ich dann immer nach in so eine kleine Flasche. Dann habe ich hier noch den Tombow Tacky Glue für Boxen, dann den Reiniger für meine Schrubbkiste, hier meine ganzen Acrylblöcke, hier sind Radiere drin, Locher, hier habe ich immer mein Klebematerial drin, das nehme ich mir dann einfach hier runter und dann kann ich es benutzen. Meine Prickelmatte, Stempelunterlage, das ist sehr praktisch für Blüten zum Prägen. So,
Genau, und dann geht es jetzt weiter hier. Meine Brillenmatte, dann habe ich hier, das sind Stifte fürs Bullet Journal. Dann habe ich hier meine Pinsel drin, meine Distress Pinsel. Die Make-up Pinsel habe ich, genau, also kennt ihr bestimmt alle hier in dieser Schachtel. Mein Mikro. Hier habe ich noch ganz viele Bleistifte drin. Die habe ich jetzt einfach mal hier reingemacht. Und hier habe ich meine Zig-Aquarellstifte, meinen Aquarellkasten. Und hier sind solche zum Verblenden von den Castle Art Supplies. Diese Papierstifte. Dann habe ich hier mein Schneidebrett von Elfco drin. Noch das kleine Schneidebrett von SU. Envelope-Punchboard. Und das Tütenpunchboard. Hier habe ich meine Schrubbkiste. Kennt ja auch wahrscheinlich jeder, genau. Ja, das ist jetzt mein Bastelreich. Und wie gesagt, hier habe ich meine Lampe. Hier hängt die dann immer dran. Und hier wird dann gefilmt. Ja, nochmal kurzer Überblick. Vielleicht von der anderen Seite. Mein Bastelreich. Oh, ich freue mich jetzt so, dass alles geklappt hat. Und jetzt habe ich es eingeräumt und jetzt habe ich es euch abgefilmt und ich hoffe, es gefällt euch auch, genauso wie mir. Wie gesagt, manche Sachen, das da hier werde ich wahrscheinlich auch noch umordnen. Ich denke mal, dass ich nach und nach vielleicht lernen werde. Die werde ich mir irgendwo aufhängen, schön. Aber ich habe jetzt auch gedacht, ich mache jetzt hier an der Leiste, wollte ich noch eine Schnur hinhängen mit den ganzen Geburtstagskarten. Und da kann man dann auch immer wechseln, dass ich da auch einmal die Weihnachtskarten hinhänge oder die Osterkarten. Genau, und dann wollte ich hier noch, darum habe ich hier auch quasi diese Art Fotoleiste hingemacht. Ja, mein Bücherregal. Das ist ein ganz altes Regal, deswegen hebt das so eigentlich, ja. Der Schrank ist nicht mehr so. Irgendwann wird es ausgetauscht gegen ein richtiges Bücherregal, aber ja, im Moment tut es noch. Dann vergeben die Bücher auch nicht so, wenn sie da im Schrank stehen. Genau. Ja. Ach, ich habe euch noch gar nicht gezeigt, genau. Ich wollte euch ja das hier noch zeigen. Hier unten habe ich noch Kartons gelagert, die ich brauche zum Verschicken. Und zwar hier habe ich noch in der Schublade noch mein Glitzerzeug drin. Also das heißt, die ganzen Pailletten und so Zeugs. Dann habe ich hier Embossing-Pulver, mein Embossing-Buddy. Hier noch ein paar kleine Holzstempel, ein alter Foto noch und hier so Auffüllfläschchen, Buchbinderringe, meine kleine Zange, noch Schneideersatzklingen. Genau. Und dann habe ich hier, genau, meine ganzen Stamping-Up-Stempel. Ich euch bestimmt gewundert, hey, wo hat sie denn ihre Stamping-Up? Da sind meine Stamping-Up und da passen die halt jetzt nicht mehr rein. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mache. Jetzt bleiben sie erstmal so. Kann auch sein, ich werde vielleicht mich von dem einen oder anderen Stempelset noch trennen. Danach gibt es auch wieder Platz. Und hier habe ich noch ganz viele Embellishments. Hier hinten habe ich meine ganzen Papierblumen drin. Wie ihr sehen könnt, also ganz viele verschiedene Papierblumen und so Formia-Blumen, wie man die nennt, genau. Ein paar Federn, hier noch so Garnspulen, ein paar Sterne, Halbperlen. Ja, hier ist halt lauter so Klimbim-Zeugs, was man sich so halt so nach und nach immer mal wieder kauft und immer Restchen übrig bleiben, genau. Und ganz unten ist eigentlich so eine Gruselschublade. Da sind leere Klebeflaschen noch drin, mein Nassklebeband. Und hier habe ich eine Sammelmappe mit nur Stickers drin. Also hier sind meine ganzen Sticker drin. Die hole ich jetzt aber nicht raus. Also das gehört eigentlich auch noch da rein, aber klar. Genau, und hier ist vom Onstage noch meine Eintrittsbänder. Das kriegt man, wenn man auf dem Onstage ist. Ja. Genau, jetzt habe ich euch aber alles gezeigt. Jetzt hätte ich euch jetzt fast schon einen Schlag. Das ist interessant, da ist so Privatzeug drin. Das ist für euch nicht so interessant. Da unten mein Papierkorb. Da kann ich mir einen hin und her stellen. Ja, gut, ihr Lieben.
Ich hoffe, euch hat jetzt alles gefallen. Würde mich natürlich über euer Feedback freuen und natürlich würde ich mich auch freuen über einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder ich wünsche euch eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.